Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen weiteren Adventskalender und zwar ist der The Bierkorf oder Bienkorf oder Bierkorf, keine Ahnung, Adventskalender jetzt mal so langsam dran. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Anlässlich des Geburtstages des Online-Shops, und ich glaube, es war der 50. oder so, also von der Marke, also von dem Laden, haben die dieses Jahr einen Adventskalender rausgebracht und das ist dieses wunderschöne Schätzelein. 99 Euro hat er gekostet und er soll krasse Produkte enthalten. Es wird auch in diesem Video wieder eine Verlosung geben. 5 Produkte aus diesem Adventskalender werden an einen von euch verlost. Deswegen weiß ich noch nicht, was es sein wird, aber ja, am Ende des Videos werdet ihr es nochmal gezeigt bekommen. Und was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, das ist ein Adventskalender aus einem eigentlich Kleidungs-Online-Shop. Also die haben Fashion irgendwie und auch tatsächlich sehr hochwertige Kosmetik bei sich. Also ähnlich wie Zalando tatsächlich. Und deswegen ist es für mich der holländische Zalando-Adventskalender irgendwie. Der schließt hier magnetisch. Und hat hier wunderschön drin stehen, was auf Englisch 25 Special Beauty Gifts to count the days and make every day count. 25 spezielle Schönheitsgeschenke, um die Tage zu zählen und jeden Tag zählend zu machen. Also, dass er wichtig quasi ist. Und so schaut er dann aus. Lässt sich weiter öffnen. Genau. Und so sieht das dann aus. Finde ich schön in diesem Roh, in diesem Gold und Blau. Ja. Oh, hier steht es auch nochmal auf Deutsch. 25 besondere Beauty-Geschenke, um die Tage bis Weihnachten zu zählen und sich bewusst zu machen, dass jeder Tag besonders ist. Ja, und jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein. In gewisser Weise fast schon poetisch, ne? Jeder Tag ist tatsächlich auch ein Geschenk. Jeder Tag, den wir auf Erden geschenkt bekommen, ist ein Geschenk. Also von daher finde ich das cool vom Spruch her. Hier habe ich jetzt die Nummer 1. Die ist ziemlich groß und ziemlich schwer. Ich bin gespannt, womit die uns jetzt quasi in die Adventszeit hineinbringen werden. Oh, ist übrigens eingewickelt in so blauem Papier. Von The Ordinary Hyaluronic Acid 2% und B5, also mit Hyaluronsäure und B5. Das ist ein 30ml Serum. Also es fängt schon mal echt gut an. Die Seren von The Ordinary sind nicht super teuer, aber sie sind super gehypt. Also viele Leute mögen sie sehr gerne. Die sind ja, glaube ich, eigentlich dafür entwickelt worden, für Hautspezialisten, um sie halt dazu zu mischen, wenn sie Hautbehandlungen durchführen. Und wir haben einfach mittlerweile die Möglichkeit, sie auch so zu kaufen. Und ja, so schaut es aus. Es ist in so einem typischen Milchglas, wie das immer bei The Ordinary ist. Ich habe es noch nie verwendet, muss ich gestehen. Ich habe bislang auch nicht die besten Erfahrungen damit gemacht, aber das war halt immer nur bei diesen Säureprodukten. Wir haben ja auch einen Beipackzettel mit drin. Genau, aber vielleicht gönne ich mir das tatsächlich mal irgendwann. Die Nummer 2 ist ziemlich schmal. Oh, hier haben wir was Schönes drin. Von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray. Das ist ein Kissenspray mit 10 Millilitern. Und das verwende ich auch wirklich zuhauf. Hatten wir, oh Gott, dieses Jahr in so, so vielen Adventskalendern drin. Aber nicht jeder ist so bekloppt und holt sich so viele Adventskalender wie ich. Deswegen, ne? Also vollkommen in Ordnung. Ich denke, dass sich da sehr, sehr viele auch drüber freuen werden. Das ist so ein schöner, zarter Lavendelduft. Ich mache das tatsächlich auch, bevor wir ins Bett gehen, drauf. Das heißt, es dauert eine ganze Weile, damit quasi das Schlafzimmer und das Bett und so weiter das aufnehmen können. Und dann gehen wir so 2 Stunden später ungefähr ins Bett. Und ich finde, dass ich damit auch irgendwie einen ruhigeren Schlaf finde. Das ist schön. Ja. Die Nummer 3. Das ist so schön aufgeteilt. Ne? Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Also oben haben wir quasi und dann geht es nach unten größer weiter. Finde ich nice. Von Clinique ein Produkt, sehr schön. Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes and Lips. Also das ist wirklich für Augen, Lider und für die Lippen mit 30 Millilitern. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding, das musst du schütteln und kannst dir damit dann dein Make-up besser runternehmen. Finde ich gut. Dadurch, dass wir hier einen blauen Boxen-Adventskalender haben, kann ich den auch super nächstes Jahr weiterverwenden. Also ich bewahre die ja alle auf, ne? Und dann kann ich den für jemanden weiterschenken, der halt tatsächlich auch nicht so unbedingt auf Pink, Rosa oder sonst irgendwas steht. Also halt wirklich ein eher männlicher vom optischen Kram her, ne? Finde ich auch ganz nett. Die Nummer 4 haben wir hier.
hier haben wir ein Produkt von Paula's Choice. Ui, vielleicht versuche ich mich wirklich mal daran. Ich habe mich das nie getraut. Es kommt ja immer in der Werbung, ne? Exfoliate, Skin Perfecting, 2% BHA Liquid Exfoliant, Salicylsäure, 30 ml. Also ich habe schon von einigen gehört, die jetzt echt auf Paula's Choice schwören. Ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich da irgendwie immer Angst habe vor diesen ganzen Säuren. Aber vielleicht wird es auch mal was werden für mich, was ich quasi dann vor dem Toner... Wobei, das machst du auch als Toner, ne? Na, ich glaube, ich würde es eher vor dem Toner und darüber dann nochmal einen Toner. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sowas verwenden würdet. Die Nummer 5 ist für mich quasi gestern, weil heute ist der 6.12., also wo ich drehe, von Balmain Paris, kenne ich nicht. Argan Moisturizing Elixir mit 20 ml. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Kann ich nicht wirklich was mit anfangen, habe ich noch nie gehabt. Nourish and Shine. Das ist dann Balmain Hair. Ach, für die Haare. Ja, guck, ein Feuchtigkeits... Ja gut, mit Argan, ne? Das ist meistens was für die Haare. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Leave-In ist oder ob man das ausspülen muss. Das muss ich mal nachgucken. Nikolaus, meine Damen und Herren. Ja, heute ist Nikolaus, der 6.12.2020, wo ich drehe. Ich habe noch ein paar Adventskalender, die ich abdrehen möchte. Deswegen, es dauert noch ein wenig, bis ich damit aufhöre. Oh wow, das ist teuer, Leute. Dr. Barbara Sturm Molecular Cosmetics Face Cream. Da sind 20 ml drin. Hatten wir schon mal in einem anderen Adventskalender. Und das ist echt super, super hochpreisig. Ich weiß, dass die englischsprachigen Amerikaner und so... Hallo, was ist mit meinem Licht los? Der feiert eine Party, ne? Dass die sehr, sehr mittlerweile auf deutsche Kosmetik schwören. Und auch auf diese Dr. Barbara Sturm Marke. Das ist so hochpreisig, muss ich echt mal ausprobieren. Cool. Die Nummer 7 ist aber ein Klopper, Leute. Die ist ganz schön groß, aber relativ leicht. Da ist vielleicht mal dekorative Kosmetik drin. Wäre ja ganz nice, oder? Es fühlt sich auf jeden Fall schon ein bisschen so an, weil es so eckig ist. Und ja, Estee Lauder False Lash Effects Lash and Primer. Also Lash Primer und Mascara, du hast hier quasi zwei Produkte drin. Das finde ich ja cool. Das ist so ein Testset, ne? Weil beides dann in kleinen Größen da drin ist. Ich weiß nicht, wie viel davon jeweils enthalten ist. 2,8 ml von jedem. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Also die Mascara habe ich auch schon mal verwendet. Die finde ich okay. Den Primer habe ich noch nicht verwendet. Das muss ich mal ausprobieren. Wow. Estee Lauder einfach mal. Wir, ne? 99 Euro haben wir dafür ausgegeben. Boah. Also, da erwarten wir natürlich auch hochwertige Sachen, ne? Aber es ist immer noch im zweistelligen Bereich, deswegen cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ich hoffe, dass wir in diesem Adventskalender bitte, bitte kein Füllmaterial drin haben, sondern dass wir hier wirklich nur coole Sachen drin haben. Ich habe den vor einer Weile bestellt, der steht hier auch schon eine Weile rum. Ich weiß gar nicht mehr genau, was drin ist. Außer ein Produkt, das habe ich noch im Hinterkopf, irgendwas von Hourglass. Hier habe ich was von Dior drin. Oh, geil. Dior Addict, ein Lip Maximizer. Das ist so eine kleine Geschichte in so einem holographischen Packaging. Nice. Die Farbe 001 Pink. Holla die Waldfee. Ja, ihr habt ja vor. Oh, oh. Aber Dior, ne? Oh, das ist aber... Also wir reden hier von 2 ml und das ist ja mal richtig hübsch eingepackt, ne? Gut, Essence hat jetzt... Ach Quatsch, Catrice hat jetzt ja auch gerade eine LE rausgehauen mit jeweils 1 ml pro Lippi, glaube ich. Oder 2, ich weiß es nicht. Das riecht auch leicht minzig, muss ich sagen, ne? Aber das finde ich ganz cool. Der wird auf jeden Fall bleiben. Bin ich echt gespannt drauf. Sowas kann ich mir auch einfach gut vorstellen im Alltag, ne? Weil das halt jetzt nicht irgendwie, weiß Gott, wie krass unterwegs ist. Aber da ist Pink auch eine gute Farbe, muss ich gestehen. Ich hatte jetzt echt ein bisschen Angst, dass ich hier einen pinken Liquid Lipstick oder so drin habe. Huh. Die Nummer 9. Also ich wäre ja dafür, dass der Bienenkorf, ja. Nächstes Jahr auch wieder ein Adventskalender rauskommt, oder? Weil bislang macht das echt Spaß, den auszupacken. Hier haben wir etwas drin, das hatte ich auch schon mal in der Beautybox drin, von Pestil Mortar, ist teuer. Pure Hyaluronic Serum mit 6 ml. Ich weiß nicht, hatte ich das in der Goodiebox drin? Das ist, glaube ich, nämlich so eine große Ampulle, die sich jetzt hier gleich zum Vorschein begeben wird. Oder war das im... In irgendeinem anderen Adventskalender. Ich wollte es gerade nicht laut aussprechen. Ich glaube, das war in einem anderen Adventskalender auch schon drin. Das ist auch sehr, sehr hochpreisig. Die haben hier aber echt krasse Sachen drin, Leute. Schön, dass ihr mir den empfohlen habt. Vielen Dank an dieser Stelle. Beziehungsweise empfohlen, ja. Ich wurde damit überschwemmt. So viele Nachrichten auf Instagram, Leute. Ihr wolltet diesen Adventskalender sehen. Krass. Die Nummer 10 ist ja echt mal ein Klopper, ne? Schön groß.
Na, ist hier auch wieder dekorative Kosmetik drin. Vielleicht in allen großen ist so dekorative Kosmetik. Bin ich ja immer ziemlich scharf drauf, ne? Wobei Pflege meistens noch hochpreisiger ist. Ne, hier haben wir von Real Techniques bei Sam & Nick einen Sponge drin. Den hatte ich auch letztens schon mal irgendwo. Das ist Smooth and Seamless Finish. Und das ist ein Miracles Powder Sponge. Den habe ich ja, wie gesagt, schon hier. Der hat so eine ganz spezielle Oberfläche. Den habe ich hier tatsächlich auch. Kann ich hier mal eben neben mich greifen. Und zwar kannst du mit dem auch wirklich schön Puder auftragen, weil er das halt schön aufnimmt. Man sieht es vielleicht jetzt auch wirklich, ne? Dass der so flauschig von der Oberfläche her aussieht. Genauso fühlt er sich auch tatsächlich an. Das ist halt so ein richtiger Mikrofaserschwamm. Ob einem das gefällt oder nicht, muss man selber entscheiden. Man kann ihn auch ganz normal verwenden, um Foundation aufzutragen. Ich würde aber eher empfehlen, dass man den für Puder verwendet. Ja. Da sind wir gerade voll in den zweistelligen Bereich geschlendert und ich habe nichts dazu gesagt. Hier haben wir die erste Schnapszahl, die Nummer 11, und die fühlt sich super leicht an, als wäre da nichts drin. Hoffentlich ist da schon was drin. Was Kleines. Oh Baby, Nars. Das ist krass, ja, Nars. Was ist das? Afterglow Lip Balm, okay. Den müsste ich eigentlich schon da haben. Ja, das ist der aus dem Adventskalender und das hier ist meiner. Dann kann ich euch den ja einmal swatchen. Den hatte ich auch mal in irgendeinem Nars-Set drin. Ne? Das ist einfach ein Lippenbalsam quasi. Das ist nicht mit einer großen Farbe, aber man kann den halt für zwischendurch sehr schön verwenden. Easy peasy. Richtig cool. In der Farbe Orgasm. Die quasi Halbzeit, die Nummer 12, da wir aber 25 Päckchen haben, ist 12,5 die Halbzeit. Das heißt, 12 und 13 machen zusammen die Halbzeit. Und hier haben wir ein Produkt drin von Kiehl's. Calendula Herbal Extract Toner. Alkoholfrei. 40 ml. Und das ist mit Whole Flowers und mit ganzen Blumen und puren Extrakten. Und hier unten drin schwimmt auch tatsächlich irgendwas Blumiges. Ich glaube, das sieht man aber nicht so wirklich. Wahnsinn. Vielleicht so von der Seite? Das sieht ja spektakulär aus, ne? Der Kiehl's Adventskalender soll ja nicht so geil gewesen sein, habe ich gehört. Aber vielleicht ist das ganz nice, ne? Ist ein Toner. Für normale bis ölige Haut ist das. Also nicht für mich geeignet. Teil 2 der Halbzeit befindet sich in der Nummer 13. Hochkomplizierte Rechnung hier, Leute. Auch hier haben wir ein Tübchen drin. Und dieses Tübchen ist von Peter Thomas Roth. Irgendwas sagt er mir. Eine Cucumber Gel Mask Extreme Detoxifying Hydrator. Also das soll erfrischen, kühlen, mit Feuchtigkeit versorgen. Ein beruhigendes Gel sein. Trockene Haut beruhigen. Irritationen mit den Extrakten von Gurke und Papaya und Ananas und Aloe beruhigen. Und das ist dieses Produkt. Das sieht echt fancy aus. Es sieht aus. Tatsächlich wie eine Aftersun-Gel-Geschichte mit 30 Millilitern. Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte für den Sommer, oder? Cool. Und ich frage mich schon, warum das hier alles so dunkel ist. Leute, Leute, Leute. Weil mein Hintergrundlicht nicht an ist. Mensch. So habe ich dieses leichte Strahlen von hinten auch. Die Nummer 14. Wieder etwas Eckiges. Das ist doch hier dekorative Kosmetik. Yay! Das ist das Hourglass Veil Translucing Setting Powder mit 9 Gramm. Oder ist es? Nein. 0,9 Gramm ist es dann wahrscheinlich. Ne? Weil vor der 9 ist ein Punkt und dann ist es wahrscheinlich 0,9 Gramm. Ja. Das war auch in dieser... Das daran kann ich mich erinnern, dass es drin sein sollte. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das auch aktuell auf meinem Gesicht. Ich gucke schnell in meine Schminkbox mit den Sachen, mit denen ich mich geschminkt habe. Also von Hourglass auf, ja, das Veil. Das hatte ich auch in einem anderen Adventskalender drin. Da waren 2 Gramm drin. Genau, das ist halt, ich konnte es euch hier nochmal zeigen, ne? Jo. Ein ganz schönes, feines Puder, was aber tatsächlich auch leicht gelblich eingefärbt ist. Also ich benutze das sehr gerne unter meinen Augen, einfach um meinen Concealer zu setzen. Dafür bietet sich das sehr gut an, weil das halt so super weich ist und so super fein. Mir gefällt es aber auf jeden Fall. Es ist echt schön. Und du hast einen Beipackzettel mit drin. Leute, es ist teuer, ne? Aber wir wissen alle, dass Hourglass nicht günstig ist. Holla die Waldfee, die Nummer 15, ist ganz schön schwer. Oh, das riecht aber. Maison Francie Cordillan Paris. Anouche. Scented Candle. Okay, das ist eine Duftkerze. Bei Duftkerzen ist es immer schwer zu sagen, wie viel Gramm da drin sind. Steht das hier drauf?
Weil dann ist es immer so schwer, das runterzurechnen, Leute, ne? Ich rechne euch das ja immer runter. Boah, die riecht aber mega intensiv. Hier drin steht es auf Chinesisch und auf allen möglichen Farben. Und ja, das ist eine Duftkerze, die sehr floral riecht. Sehr, sehr floral. Nach Rose mit irgendwas Frischem, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Kann mich aber auch täuschen, ne? Anouche halt, ja. Eine Kerze. Yay. Ist quasi Füllmaterial, aber irgendwie auch cool. Die Nummer 16 scheint prall gefüllt zu sein. Loewe Woman, 15 Milliliter, ein Eau de Parfum. Ach, guck mal, das ist ein Parfum hier drin. Ich habe so viele Parfums, aber es sind auch so schöne in den Adventskalendern drin. Dann rieche ich die und dann denke ich mir immer so, oh, die ist sogar ein Sprayer mit bei. Oh, der riecht aber angenehm. Ach komm, was soll's, Leute, was soll's. Was soll's. Der Parfüm-Adventskalender ist schon in der Verlosung, beziehungsweise vielleicht auch schon zum jetzigen Zeitpunkt verlost, also von daher. Oh, der riecht gut. Natürlich, als allererstes riechst du jetzt den Alkohol, der muss jetzt ein bisschen verfliegen, aber es riecht sehr angenehm. Und nicht so super schwer. Sehr frisch. Mir gefällt der. Und hier ist eine Fliege. Geh weg. Ich mag den. 001. Auch die Nummer 17 ist sehr gut gefüllt. Ja, wir sind jetzt quasi in der Weihnachtswoche. Oh, irgendwas aus Glas. Philip B. Thermal Protection Spray. Defense and Repair Heat and Sun. Ja, das ist Plastik, kein Glas. Oat. Okay. Das ist 60 Milliliter von irgendeinem Hitzeschutzspray. Was ist Oat nochmal? Oh Gott. Irgendwas Holziges, glaube ich, ne? Ja, das finde ich nett. Ne? Das ist Hitzeschutz kann man immer gut gebrauchen, wenn man sich föhnt oder wenn man im Sommer so unterwegs ist. Da bleichen meine Haare halt auch sehr aus und verlieren ihren Glanz, werden stumpf und das hilft damit auf jeden Fall. Die Nummer 18. Das hatte ich auch schon mal irgendwo drin und ich glaube, das ist sehr hochpreisig. Uai Hair Care Wave Spray. Spray Ondulation. 30 Milliliter. Das ist ein Wellenspray. Mhm. Das soll dann quasi dafür sorgen, dass du Wellen bekommst. So Wellen. Bei mir hält sowas nicht. Ne? Ich habe heute meine Haare eingedreht, mit so einer Klammer zusammengemacht, trocknen und dann ist jetzt aber schon wieder längs alles ausgehangen. Das ist immer ein bisschen traurig. Das machst du dir in die Haare und dann soll das halt dafür sorgen. So eine Art Lockenspray ist es dann wahrscheinlich. Ne? Ja, ist cool. Nummer 19 ist ganz schön schwer. Was ist denn da drin? Die ist auch so voll gefüllt. Also das haben die echt, also nice, ne? Oh, ich glaube ich, nee. Oh, habe ich das? Weiß ich nicht. Wow, Color Wow, Dream Coat, Supernatural Spray, Magically Transforms Texture, Amazing Humidity, Proofing Powers, 50 Milliliter. Das ist so ein Leave-In-Spray und ich glaube, genau das habe ich aktuell auch in Anwendung. Das hatten wir nämlich in der Beauty-Box auch schon mal mit drin, in der Special Edition von der Lookfantastic-Box, glaube ich. Genau, und das machst du dir einfach in das feuchte Haar und dann war es das. Ja, du musst dir dann irgendwann die Haare föhnen und dann wird das Produkt jetzt aktiviert und ich finde, das hilft mir auch ganz gut. Also ich lasse die Haare dann, also wenn sie feucht sind, mache ich das rein, dann lasse ich die über Nacht ein bisschen antrocknen und morgens föhne ich die dann und dann sind die halt echt schön. Ne? Also mir gefallen meine Haare aktuell auch. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Ne? Pixie by Petra, das Rose Tonic, Rose and Elderflower Nourishing Toner mit 100 Milliliter, also mit Rose und irgendeiner wundervollen Elderblume. Und das ist ein Toner. Den machst du dir einfach ins Gesicht, damit quasi deine Haut sich auf die Pflege, die danach kommt, vorbereitet, nachdem du sie gereinigt hast. Und ich nenne Toner ja auch immer so ein bisschen diese Reboot-Geschichten oder Chill-Produkte oder Produkte, die meine Haut davor bewahren, dass sie aufschreit und sagt, wow, Pflege, was willst du von mir? Genau, dafür ist es dann quasi da, morgens und abends, nachdem du die Haut gereinigt hast. Das ist ohne Alkohol, das macht den pH-Kram irgendwie ausbalanciert, macht alles wundervoll und minimiert Rötungen, beruhigt die Haut. Jo, es ist doch ein abwechslungsreicher Kalender, ne? Die Nummer 21 mache ich jetzt auf. Natürlich haben wir hauptsächlich Pflege hier mit enthalten, aber sehr hochwertige Geschichten. Ja, auch das darf nicht fehlen. Ritual. The Ritual of Sakura Sensational Foaming Shower Gel, 50 Milliliter. Oh, ich mag das, ne? Das ist voll mein Duft. Da habe ich aktuell das Peeling von den Anwendungen. Das ist von der Textur her nicht so geil, aber der Duft, ich mag den so gerne. Das riecht so toll, dieses Organic Rice Milk and Cherry Blossom, ne?
Reismilch und Kirschblüte. Oh, das ist so toll. Voll mein Duft. Die zweite Schnapszahl, die Nummer 22. Ist leicht. Ein winzig kleines Tübchen bei Terry, das Brightening CC Serum. Gut, ich habe jetzt gerade den, gerade ist gut, vor, ne, da, bei Terry Adventskalender habe ich ausgepackt, da war es halt drin. Base de Teint Lumière, eine Glowing Base mit 7 Millilitern. Ich habe da tatsächlich auch beide Farbtöne drin gehabt und habe den behalten, der dann auch für mich passend ist. Das hier ist wirklich eine etwas dunklere Geschichte, weil das, ich glaube, in Medium ist, in 4 Sunny Flash, genau. Rose Blanche White Rose, ja, aber es ist ein bisschen dunkel für mich tatsächlich, leider. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend, haben wir da noch ein bisschen Pflege drin, um für Weihnachten wie aus dem Ei gepellt unter dem Weihnachtsbaum stehen, daneben stehen zu können. Nein, wir haben von MAC einen Lippenstift, wow, in der Farbe Russian Red 612. Demonstration not for sale. Das ist ulkig. Ne? Dass hier quasi ein Sample drin ist. Aber hey, das ist nicht schlimm. Ich wollte eigentlich keine roten Lippenstifte mehr haben, Leute, ne? Hier haben wir einfach mal einen roten MAC-Lippenstift drin. Aber hey, ich behalte ihn jetzt. Eiskalt, wie ich bin. Boah, das ist ein schönes Kirschrot. Das gefällt mir. Ja, ich mag einfach die MAC-Lippenstifte von ihrer Konsistenz her so gerne. Deswegen behalte ich den. Ich habe ihn jetzt auch geswatcht. Tja. Heiligabend oder Sinterklaas. Ist das Sinterklaas? Ich weiß nicht. In Holland. Wir haben jetzt natürlich schon einiges an dekorativer Kosmetik drin gehabt, aber es waren halt drei Lippenprodukte, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp, ne? Auch wenn es hochwertige Geschichten waren. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen cool, wenn die noch ein bisschen andere dekorative Kosmetik mit raushauen würden. Ich weiß es nicht. Hier haben wir was ganz Leichtes drin. Mascara L'Obscure. Okay, 1 Milliliter. Aber immerhin, komm, es ist eine Mascara. Es ist okay. Haben wir jetzt hier nochmal dekorative Kosmetik mit drin. Da beschwere ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht drüber. Das kann man einfach machen, ne? Also Gucci ist ziemlich hochpreisig und aufbauendes Volumen, Wimper für Wimper, finde ich dann okay, dass du hier eine Probegröße von der Mascara drin hast, oder? Wie seht ihr das? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich finde das eigentlich nicht verkehrt, weil so kann man es auf jeden Fall austesten. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um so ein kleines Tübchen aufzubrauchen. Wird nicht Ewigkeiten dauern, um das mal so zu sagen, vielleicht eine Woche oder so, je nachdem wie intensiv und wie häufig man seine Wimpern tuscht, ne? Aber ich finde das eigentlich ganz nett. Vor allem Gucci. Von Gucci hatte ich noch gar kein Make-up, keine dekorative Kosmetik und deswegen finde ich das nett. Wird ausgetestet. Auch wenn es hier dann schon wieder die zweite Mascara ist, aber komm, Schwamm drüber. Hochwertig sind die Produkte definitiv, ne? So, die Nummer 25 ist das einzige komplett goldene Kläppchen. Oh, was haben wir denn? Oh, Charlotte Tilbury, hallo? Pillow Talk. Okay, es ist die dritte Mascara. Ja, aber die ist gut. Die habe ich jetzt heute auch auf meinen Wimpern. Die ist wirklich gut. Push-Up Lashes Instant Volume Length and 24 Hours Lift Effect. Die ist wirklich schön. 4 Milliliter haben wir hier enthalten. Hä, warum machen die denn da 4 Mascaren? Ach Quatsch, 3 Mascaren und 3 Lippenprodukte rein. Da hätte man doch ein bisschen mehr Abwechslung geben können. Keine Ahnung. Ich hatte auch irgendwie auf dem Bild gesehen, dass da ein gepresstes Puder mit drin war. Ich glaube, ich habe mich da versehen. Ne? Also ich hatte eigentlich gedacht, dass ich so einen Highlighter hier auch drin habe. Aber gut, das ist eine schöne Geschichte. Die habe ich, wie gesagt, auch gerade auf meinen Wimpern. Komm mal ran. Hätte nicht damit gerechnet, dass ihr mir heute so nahe kommt. Aber ja. Das ist die Mascara, die habe ich aktuell in meiner Schminkbox und in Anwendung. Und ja, so schaut die aus, wenn die auf den Wimpern ist. Deswegen, ich mag die, ne? Ich habe ja auch von Charlotte Tilbury den Adventskalender, die Schatzkiste. Nein, nicht den Adventskalender, die Schatzkiste ausgepackt. Ich habe diese Surprise-Box mir bestellt. War alles richtig geil, ne? Also deswegen, es ist eine schöne Mascara, die mir auch gut gefällt. Und jetzt habe ich da einfach nochmal ein Backup von. Die ist gut, ne? Deswegen, beschwere ich mich nicht, wird behalten. 5 Produkte habe ich mir zur Verlosung rausgesucht. Einmal von By Terry, das Brightening CC Serum in der Farbe 7 Sunny Flash. Dann den Schwamm von Real Techniques. Dann habe ich euch noch mit beigepackt von Pure Hyaluronic das Serum, beziehungsweise von Pestle Mortar. Ich kann es nicht aussprechen. Außerdem das Deep Sleep Pillow Spray von This Works und von Clinique den Augen-Make-up-Entferner. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei.
dieser Adventskalender hat sich schon gelohnt. Also wir hatten nicht so die allergrößte Abwechslung hier mit drin, aber wir haben hier coole Produkte mit drin. Ich denke, das ist einfach so als Geschenk von der Firma De Birken, Birkenkorf an uns gesehen werden kann. In Anführungsstrichen, weil wir ja trotzdem 99 Euro dafür bezahlt haben. Aber trotzdem, es ist ein schöner Adventskalender. Ob das so sinnvoll ist, so viele Lippenprodukte und so viele Mascaren reinzumachen, sei jedem selbst überlassen. Ich finde, dass es schon nicht verkehrt ist, weil man innerhalb kürzester Zeit die Produkte aufbrauchen kann, beziehungsweise die Mascaren. Die Lippenprodukte jetzt nicht wirklich, aber man hat so eine kleine Auswahl. Die Pflege, mega hochwertig, mega krass, hat mir echt gut gefallen. Wenn es ihn nächstes Jahr nochmal geben würde, ich würde mir den nochmal holen. Ja, und das war er nun. Der Adventskalender, den ich nicht aussprechen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.